Die Jüngsten des Frankfurter Eishockeys standen im Mittelkreis, als die erste Mannschaft eingelaufen ist. Für die Kleinen natürlich etwas ganz Besonderes, einmal mit ihren Vorbildern abklatschen zu dürfen. Denn immerhin ist es ihr großer Traum, auch einmal Profi zu werden. Auch wenn der ein oder andere noch nicht ganz so standfest ist. Im Spiel gegen Königsborn machten die Löwen von Beginn an klar, wer der große Favorit ist. Neuzugang Marton Wass mit dem Schlagschuss und dem Führungstreffer. Die Löwen deutlich überlegen, das musste auch der ehemalige Frankfurter Trainer Frank Genkes, der jetzt bei den Gästen unter Vertrag ist, einsehen. 14. Spielminute, Lenny Gehr kommt von hinten ganz frech ums Tor herum und stochert den Abpraller dann ins Gehäuse. Frankfurt 2:0 in Führung und der eigene Torhüter hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu tun. Keine einfache Aufgabe. Brutal schwer. Also ich bin es auch bisher nicht gewöhnt gewesen. Ich habe ja immer in etwas schlechteren Teams gespielt vorher, also zumindest in der Oberliga West. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ich versuche immer dem Spiel zu folgen und so einigermaßen im Spiel zu bleiben und warm zu bleiben. Doch das brauchte er noch gar nicht, denn Frankfurt machte weiter Druck. Clark Breitkreuz aus der Drehung direkt ins obere Eck. Kategorie unhaltbar. Das erste Drittel war rum und der Frankfurter Schlussmann erlebte einen bis hierhin mehr als ruhigen Tag. Ja, natürlich haben wir heute auch gesehen, zwischendurch hatte ich dann 5-6 Minuten einfach gar nichts zu tun, da stand ich nur doof rum. Und dann wurden auf einmal 3-2-1 Konter hintereinander gefahren, das ist schon schwierig. Also da mit dem Kopf die ganze Zeit bei der Sache zu bleiben, ist schon hart, aber ich nehme die Herausforderung gerne an. Mit der Ruhe sollte es im zweiten Abschnitt allerdings schnell vorbei sein. Die Gäste jetzt mit mehr Druck und mit Chancen. Pierre Wex mit dem Treffer und der Verkürzung auf nur noch 3:1. Und es hätte noch schlimmer für die Hausherren kommen können. Denn deutlich zu hören, der Schuss ging an den Pfosten. Frankfurts Trainer wurde deutlich, so einfach waren die Bulldogs aus Königsborn nicht in die Tasche zu stecken. Doch die Erlösung folgte im Abschlussdrittel. Patrick Schmidt sorgt für Verwirrung vor dem Tor und Marton Wass braucht für seinen zweiten Treffer nur noch abzustauben. Eigentlich war es nur ein Treffer, den zweiten musste ich ja nur noch über die Linie schieben. Aber ich bin natürlich sehr glücklich. Ich möchte die Treffer meiner Tochter widmen. Sie feiert morgen ihren ersten Geburtstag. Und vielleicht hatte ich dadurch im Kopf etwas Unterstützung von ihr. Jetzt war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Was diesmal auf Schmidt und dieser bereits mit dem 6:1. Aber der Sieg stand im zweiten Abschnitt durchaus auf der Kippe. Es war ein wirklich hartes Spiel. Jeden Treffer mussten wir uns hart erarbeiten. Aber jeder im Team hat seinen Job gemacht und wir haben einfach das umgesetzt, was wir machen sollten und unsere Chancen genutzt. Vor allem in der Abwehr haben wir gut gestanden. Im letzten Drittel sorgte diese Szene noch einmal für Aufregung. Check gegen die Bande und das lässt sich Nils Liesegang nicht so einfach gefallen und macht seinem Gegenspieler klar, dass er mit dieser Aktion nicht so ganz zufrieden war. Am Ende dieser kleinen Meinungsverschiedenheit gab es einen deutlichen Punktsieg für Nils Liesegang, sowohl im Sinne der Boxeinlage als auch im Spiel, denn die Löwen agierten danach in Überzahl. Und da war es dann der Kapitän höchstpersönlich, der den Schlusspunkt setzte. Stefan Kreuzmann mit dem 7:1. Die Löwen mit einer erneut guten Leistung. Sehr gut. Also ich denke, wir sind zu Recht der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Wir spielen also meiner Meinung nach wesentlich härter als Frankfurt letztes Jahr. Da war ich ja noch nicht dabei. Aber wir spielen wirklich hart, einfaches Eishockey, wie es eigentlich auch in höheren Ligen gefordert ist. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. 4 Spiele, 4 Siege, ein Auftakt nach Maß.